Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Drehstrom ist unser Thema. Jetzt haben wir die, würde ich sagen, die Sternschaltung, wissen wir jetzt. Ja? Symmetrische Belastung, asymmetrische Belastung mit Einleiter, ohne Einleiter, passt. Ja? Jetzt kommen wir zu einer zweiten Schaltung. Dreieckschaltung. Ja? Die machen wir gleich allgemein. Okay? Dreieckschaltung machen wir gleich allgemein. Asymmetrische Belastung, Dreieckschaltung, Neutralleiter gibt es keinen. Wie ist die Dreieckschaltung? Nun, so ist die Dreieckschaltung. Ich habe sie hier aufgezeichnet. Wir sehen die drei Phasen und die Verbraucher, ja, sind zwischen die Phasen geschaltet im Dreieck. Ja. Also der Name ist dann gut gewählt, würde ich sagen. Es ist eine Dreieckschaltung. Und ich werde die Spannungen hier gleich auch wieder so nehmen, in diesen Winkeln einzeichnen. Ja, weil wir haben ja da gehabt, da das U1 und da das U2 und dann das U1-2. Ich will das einfach so machen. Wir fotografieren das praktisch zum gleichen Zeitpunkt, wie wir die Sternschaltung fotografiert haben. Den Snapshot, wo wir die Zeigerdiagramm gezeichnet haben. Ja. Also, zeichnen wir das ein darüber. Das ist die Spannung U1-2. Ja, da sehen wir schon, es ist übrigens auch der gleiche Maßstab. Ja, da sehen wir schon, ist schon länger geworden. Ja, wie, wenn wir das vergleichen da mit der Sternschaltung, ja, da, ja, ist schon länger geworden. Aber das wissen wir eh, Wurzel 3 und so weiter. Gell. Also das ist der U1-2 hier. Ja. Dann haben wir den U2-3, der geht da um. Ja, so. U2-3 und wir sehen, durch diese Summenbildung ergibt sich wie ebenfalls ein System mit 120 Grasenverschiebung, Grad Phasenverschiebung, sie sind vielleicht ein bisschen dazwischen irgendwo drin, aber naja, nicht, es ist ja nur zu einem gewissen Zeitpunkt, eigentlich ist es wurscht. Ja, die Phasenlage zueinander sind bei diesen Spannungen, ist bei diesen Spannungen ebenfalls gleich, ja, und sie sind halt einfach länger. Okay, U2-3. Ja. Und diese Spannungen hier, die sind fix. Die erzeugt unser Drehstromsystem, erzeugt diese Spannungen, die schauen so aus. Und die Ströme setzen sich dann entsprechend der Last zusammen. Ja. Also ich würde jetzt einfach ein U1-2-1, ein I1-2 einzeichnen. Da machen wir wieder ein bisschen einen Induktiven da rum. Ja. Das ist der I1-2, dann der I2-3, da machen wir auch wieder, das ist ein bisschen nur induktiver, aber vielleicht nicht so ganz so lang, das ist der I2-3. Und der U2-3, den mache ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen kapazitiv wieder, machen wir das genauso wild, wie wir das schon mal gehabt haben, ja, bei der Sternschaltung. So, also das war der I1-2. Das da war der I2-3, ja, und das da war der I2-3, da habe ich einen Fehler gemacht, das ist der I3-1, okay, das hier ist natürlich 3-1, 3-1, ist ja klar, ja. I3-1, so, aber was sind jetzt die Phasenströme? Was sind jetzt die Phasenströme? Nun, schauen wir uns das an. Machen wir die Knotenregel in diesem Knoten hier. Ja, hier ist hineinrinnt I1 plus I3-1 und herauskommt I1-2 ist gleich I1-2. Das heißt, mein I1 ist gleich I1-2 minus I3-1. So, das zeichnen wir da ein. Ja. I3-1, wie groß ist das? Was habe ich da? 2,8 cm. Wie viel immer Ampere das sind. 2,8 cm. Verschieben wir parallel hierdurch die Spitze. Ja, und machen Minus, das heißt in die andere Richtung. 2,8. Machen wir normal, dass ich sprechen kann. 2,8 cm, wenn wir die Brille ein bisschen hochklappen. Da kommen wir her, so ungefähr.
Zack. Also dieser Strom hier, der da, der ist jetzt das I1, ja? Weil das ist I12 minus I31, da haben wir den I1. Okay? Und das kann ich jetzt in jeden Knoten machen. Ja? Kann ich in jeden Knoten machen. Schauen wir uns den Knoten noch an vielleicht. Ja? Was rinnt da hinein? Da rinnt hinein der I2, ja? Tag. Da rinnt hinein der I12 und herauskommen dort der I23. Ja, umformen, das heißt, mein I2 ist gleich der I23 und jetzt minus I12. Ja? Also der I23 und jetzt, wie lange ist mir der I12 gelungen? Ja, schauen wir uns das an. Ja, 2,9. Fast 3. Das ist eine Größenangabe, also fast 3 cm Ampere. Ist der I12, das brauche ich negativ, ja, und dann zeichne ich das ein hier, fast 3, das ist minus, vielleicht schreibe ich das da auch hier, das ist minus I31, das ist minus I12, kommen wir hierher, und in Summe haben wir diesen Strom hier, das ist der I2. Okay? Übung macht den Meister. Machen wir die dritte auch noch. Warum denn nicht? Dieser Knoten hier, vielleicht tue ich das damit 1, 2 und 3 kennzeichnen. Ja, dann sage ich dir, das ist 1, 2 und dann kennen wir sie ja aus, wenn man es ein bisschen später anschaut. 3. So, Knotenregel, was rinnt eine? I3 rinnt hinein. Der I23 rinnt hinein. Was kommt raus? Der I31 kommt heraus. Das heißt, der I3 ist gleich der I31 minus I23. Machen wir das da? Ja, das wird schwieriger. Da werden wir ziemlich schneidende Winkel haben. Ja. Weil das ist ja fast gleich. Wie lang ist mit der I23 gelungen? 2,2 cm. Wir machen eine Parallelverschiebung dieses I23 hier durch die Spitze. 2,3 cm. Ach, geht. Es geht. 2,3 cm. Hier haben wir praktisch das Minus I23, ja. Und was rauskommt, ist das Stiegel da, das kleine Stückchen hier, das ist der I3. Dann sehen wir mal, Hand ab, ist nicht gerade symmetrisch belastet, die Phasenströme sind schon ziemlich unterschiedlich, aber es geht eigentlich, ne? Es geht. Dreieckschaltung ist jetzt gar nicht so wild, ne? Man muss halt diese Knotenregeln da beachten, um die Phasenströme zu bekommen. Leider ist das ein bisschen anders über der Sternschaltung, dass praktisch die Sternspannung und der Phasenstrom gleich sind. Muss man halt da ein bisschen beachten. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch, würde ich sagen. Ja. Und das war schon der allgemeinste Fall jetzt. Ja. Also nicht so, wie man da bei der Sternschaltung mit der Sternpunktverschiebung und so weiter. Das war ja schwieriger, finde ich zumindest. Finde ich. Jetzt haben wir eigentlich alle Schaltungen durchgenommen. Ja? Sternschaltung, Dreieckschaltung. Wie schaut das eigentlich mit der Leistung aus? Jetzt hängen wir das da an, jetzt haben wir da die Leistung. Wie ist denn das? Warum mache ich eine Dreieckschaltung? Ja? Oder warum, was ist, bei manchen Motoren gibt es einen Stern-Dreieck-Anlauf oder so irgendwas. Ja? Schauen wir uns die Leistungen an. Ja? Das machen wir aber im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.